Und dann habe ich einfach meinen Mittelfinger gehoben und habe zu dem Monster gesagt, du kannst mich mal am Arsch lecken. Oh, die Kamera läuft schon. Herzlich willkommen zurück bei Amnesia. Beim letzten Mal haben wir versucht, einen Schlüssel zu finden in diesem Lagerraum. Und ja, ich glaube einfach, der Schlüssel ist überhaupt gar nicht in diesem Lagerraum, sondern der ist oben irgendwo in dieser Haupthalle, wo wir herkamen. Und deshalb gehen wir einfach zurück und hoffen, dass wir hier nicht irgendwie nochmal auf dieses Viech treffen. Da habe ich nämlich gerade absolut keinen Bock drauf. Ist immer noch zu. Naja, weiter. Einmal die Treppe hoch, zurück in den Hauptraum. Und ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwo dort oben, da konnte man ja irgendwie die Treppe hoch, ob der Schlüssel vielleicht oben in diesen Räumen ist. Ja, schauen wir einfach mal vorbei. Er stieg aus dem Bett und sah aus dem Fenster. Es war völlig dunkel. Er wartete, blickte auf die alte Uhr und der Text war zu schnell weg. Tja. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying, I assure you. The shame would much hurt... Nein, das war falsch. Tja, manchmal fehlt man dann auch. Das ist live. Ja, eigentlich wollte ich nur nachquasseln, was der gesagt hat, aber mir war es irgendwie direkt wieder... der lag eben noch nicht da. Hallo? Lebst du noch? Der lag eben noch nicht da. Oh, das Ding ist einfach scheußlich. So ein widerliches Kunstwerk. Da unten kamen wir her. Und wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Und gucken mal, ob wir da vielleicht diesen bescheuerten Schlüssel finden. Gästezimmer. Und das andere... Studierzimmer. Gehen wir erstmal ins Studierzimmer, würde ich sagen. Der dünne, kalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit der er leben konnte. Laden. Immer noch laden. So. Okay, das hier sieht aber nicht aus wie ein Studierzimmer. Das ist erstmal nur ein Gang. Was zum Teufel macht da so seltsame Geräusche? Ach, wisst ihr was? Ich habe dazugelernt. Ich will es gar nicht wissen. Wir haben eine Truhe. Mit einer Zunderbüchse drin. Sehr gut. Ja, ich würde von Truhen eigentlich mal erwarten, dass da irgendwie mal was Wertvolles drin ist. Aber da sind immer so wertlose Gegenstände drin. Aber für uns sind die ja eigentlich nicht wertlos. Wir können die ja trotzdem weiterverwenden. Und was haben wir hier? Warum pulsiert eigentlich gerade so dieses... Wie geht's in unserem Kopf? Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Und irgendwie tut die Kamera gerade so, als würden wir in der ärgsten Dunkelheit stehen. Aber naja, gut. Denn hier drin ist es ja nicht wirklich dunkel in diesen Zimmern. Ja. Das ist nicht dunkel. Was geht denn ab? Der macht ja, als wär's sonst was. Oh, und wir haben eine wunderschöne Aussicht aus dem Schloss. Das erste Mal, dass wir wirklich rausschauen können. Der Wahnsinn. Ich mach mal vorsichtshalber die Tür zu, weil man weiß ja nie. Und davon lag eine Notiz. Die werden wir uns jetzt erstmal schön zu Gemüte führen. Brief bezüglich der Entdeckung einer Kugel. An meinem treuesten Schüler und Freund Johann Weyer. Das bemerkenswerte Ereignis trug sich zu, als ich diesen Sommer durch die preußischen Wälder reiste. Ich fand endlich eine der Kugeln, nach denen ich seit 20 Jahren gesucht habe. Sie ist so unerklärlich, wie der Heloidromus es im Hortus Cancellolus beschrieben hat. Was zum Teufel? Es war so, wie es erzählt wurde. Ein unterirdischer Mithras-Tempel, gekrönt mit dem unterirdischen Artefakt. Die Kugel war groß genug, um meine Hände auszufüllen, und sie war glatt und gezackt. Ihre Farbe war ausgewaschen und dennoch kräftig. Gegensätze reichen nicht aus, um ihr Wesen zu beschreiben.
Es war eine absolute Unmöglichkeit, ein künstliches Paradoxon gefangen in Stein. Ich war in einem nahegelegenen Dorf namens Altstadt untergebracht, während ich eine der alten Spuren erforschte. Als ich endlich die Höhle fand, ich trat ein und konnte plötzlich die wahre Existenz dieser rätselhaften Artefakte bestätigen. Es gibt sie wirklich. Wie du sicher verstehen kannst, ist dies die wichtige Entdeckung meines Lebens, aber es ist auch zu meiner größten Furcht geworden. Als ich die unterirdische Kammer betrat, konnte ich spüren, wie ich zur anderen Seite übertrat. Ich war neugierig und tat mein Bestes, um gegen diese Instinkte anzukämpfen, und nahm dann die Kugel von ihrem Platz. Ich kroch aus der Kammer heraus und in den Wald. Ich konnte fühlen, dass mich etwas verfolgte. Es bellte immer lauter, je näher es kam. Das Biest, der Wächter der Kugel, war unerbittlich in seiner Verfolgung. Ich schaffte es bis zur nahegelegenen Schlucht, wo ich auf einige Männer stieß, die im See angelten. Ich versuchte sie zu warnen, als ich an ihnen vorbeilief, aber glücklicherweise beachteten sie mich nicht, und ich setzte meine Flucht fort. Warum glücklicherweise? Naja, okay. Als ich das Echo ihrer Schmerzensschreie durch das Tal hallen hörte, fühlte ich eine riesige Erleichterung und glaubte, ich bliebe verschont. Plötzlich wurde ich von einem blauschimmernden Licht eingehüllt und die Farben des Waldes verschwammen vor meinen Augen. Ich lief weiter durch die trostlose Umgebung. Die Bäume waren so schwarz wie Kohle und die Blätter wie aus Asche. Der Boden war mit trübem Wasser bedeckt. Ich lief weiter über den durchweichten Boden, als glühende Asche vom ankommenden Wind weggeweht wurde und es auf mich herabregnete. Ich konnte flehentliche Schreie in der Ferne hören und auch schrie, als Schmerz und Angst mich überkamen. Das ist irgendwie grammatikalisch nicht ganz richtig, aber okay. Ich fiel keuchend zu Boden. Das muss sicher merkwürdig klingen, aber ich wurde mir meilenweit über den Alpen hinweg bis zu ein grasbedecktes Feld hinter der Genua getragen. Der Wächter hatte die Kugel von mir genommen. Aber noch bis heute fürchte ich seine Rückkehr. Manchmal liege ich nachts wach und höre die Schreie, die ich auch damals im Wald gehört habe. Inzwischen sind fast 10 Jahre vergangen und ich konnte bisher nicht über den Vorfall schreiben. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, erzähltest du mir von deinem Interesse und deinen weiteren Forschungen an den mystischen Kugeln, und mir wurde bewusst, dass ich die Wahrheit über meinen Besuch in Altstadt schulde. Dein Freund und Mentor Heinrich Cornelius Agrippa. Okay, das war mal ein langer Text. Ich hoffe, ihr entschuldigt das, dass ich das alles immer vorlese, aber das gehört einfach zu meinem Konzept dazu. Ich will euch ja auch ein bisschen Entertainment bieten. Und deshalb wird sowas gnadenlos vorgelesen. Da könnt ihr gar nichts dagegen machen. Und da sehe ich ein Fässchen Öl. Der Wahnsinn. Was geht denn? Oh Gott. Ich will das Fässchen Öl noch mitnehmen. Jetzt kannst du... Ah. Kannst mich mal im Arsch lecken. Oh, da steht ne. Gebrochene Fensterscheiben werden nur durch einen schwachen Holzrahmen zusammengehalten. Ja, dann, ich würde die gerne mal kaputt machen, um dann in die Zunderbüchse zu kommen, aber okay. Und hier geht's weiter. Was haben wir denn hier? Oh, Blut. Da wurde wohl ein Hund gekillt. Ich warte ja die ganze Zeit noch darauf, dass irgendwann mal wieder das Licht ausgeblasen wird, weil es ist verdammt hell für Amnesia. Oh, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Okay, gehörte das jetzt noch zu der Frau von eben? Und ihr könnt gar nicht glauben, wie mir gerade ein eiskalter Schauer den Rücken runterlief, als ich dort hinten diese steinerne Figur gesehen habe. Da bin ich ja beinahe umgefallen. Ich habe schon gedacht, da steht dieses Viech und guckt uns einfach nur an. Das ist ungefähr das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass man irgendwo rumsteht und so ganz beiläufig merkt man auf einmal, dass einen das Vieh die ganze Zeit angeglotzt hat. Und ja, das ist was, das ich in dem Spiel nicht erleben will und auch hoffe, dass das nicht vorkommt. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ich glaube, dann höre ich auf zu spielen und werde mit einem Bitch-Please-Gesicht meinen Rechner aus dem geschlossenen Fenster werfen.